Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. Jo, unser Hochsicherheitstrakt läuft, was mir aber hier noch aufgefallen ist. Was brauchst denn du? Safety. Bist du dich hier nicht sicher genug? Drogen. Dass wir hier eventuell noch einen Personalraum benötigen würden. Dementsprechend bauen wir hier mal einfach mal einen Personalraum an. Moment, Objekte, Türen. Personaltür. Bekommt da drin eine Toilette. Esstisch. Etc. pp. Teilweise wird hier gekocht, teilweise auch nicht. Brauche ich wieder mehr Köche? Wie viel haben wir denn? 14. Na kommt, macht was für euer Geld. Nicht, dass die mir hier trotzdem alle verhungern, obwohl wir mehr als genug zu futtern haben. Oh, Todesfälle. Oh, das habe ich genau gesehen. Der hat was geklaut. Hier wird wieder geprügelt. Tja, Freundchen. Dein Pech. Da oben hast du dann deine eigene... komplette Versorgung. So, hier haben wir noch so ein Gangmitglied. Oh, oh. Oh, oh. Wo ist die Sicherheitsstufe? Prügelt er mir hier einfach meine Wachen tot? Leute. Einsatz. Oh nein. Sie hat ihren... sie hat hier ihren Schlagstock gedroppt. Oder werden jetzt alle automatisch befördert? Moment. Wo sind denn unsere Regeln? Sicherheit hoch für Mord. Für Mord sollten wir auf Super gehen, oder? Das Problem ist... dass dann halt der Zellblock so schnell voll ist. Wie geht's denn eigentlich unserem Spezialgast? Ist der schon weg? Ernsthaft? Ich hab's nicht mitbekommen. Das ist aber doof. Moment. Ach, da ist er ja noch, Thomas. Ach, da kommst du wieder. Ich glaube, in deine Zelle sollte man sogar eine Dusche hinsetzen. Hey, Todesfälle, sehr gut. Du bekommst dann von mir aus noch einen Stuhl. Damit du über alles nachdenken kannst. Passt schon. Ach, du bekommst sogar das Essen aufs Zimmer geliefert. Ja, das freut mich. Mord, Vergewaltigung, Folter, Mord. Immer unschuldig beantragt. Oh, 20% Gnadengesuch. Kann ich da eventuell auch die Gnadengesuche jetzt einstellen? Wo waren das nochmal? Weißt du was, wir machen mal vorübergehend dicht. Nee, hier. Regeln. Ah, jetzt verstehe ich. Deswegen waren manche Zellen zu gut, weil dieses Ding hier aktiv ist. Na gut, ich verstehe. So, ihr beiden. Kann ich dich auch in den Todestrakt verlegen? Ich glaube fast nicht. Also, ich habe immer weniger Bandenmitglieder da unten.
Sollen die sich hier gegenseitig an die Gurgel hüpfen? Und wo sind schon wieder meine Köche hin? Das ist ja unglaublich. Ja gut, wenn sie da unten aushelfen, ist ja auch nicht so schlecht. Moment, bekomme ich hier noch eine reguläre Zelle rein? Na klar, wenn ich die so rummache. Jo, das wird sein. Gut, dementsprechend muss ich hier meinen Patrouillenweg verlegen. Da muss ich dich hier wieder einsetzen, dich hier wieder einsetzen und dich ebenfalls. Genau. So, dann brauchen wir hier einen Wasseranschluss. Dann benötigen wir da eine Toilette. Ich sagte eine Toilette, keine große Gefängnistür. Eine Gefängnistür. Ja, klar. Das Bett kommt dann hier hin. Das Bücherregal dahin. Und pinkel mir bitte nicht auf die Bücher. Ja, du hast jetzt hier sogar Platz für noch ein paar weitere Spielsachen. Du die dir verdient hast? Keine Ahnung. Ach ja. Und einer von der höchsten Sicherheit weg. So, dann kommt hier noch die Zelle rein. Nee, was wollte ich eigentlich gucken? Ich wollte irgendwas gucken und hab's dann instant wieder vergessen. Ach, stimmt ja, ob die Zellen hier so richtig markiert sind. Passt schon. Na gut, da muss hier wieder einiges verlegt werden. Dann können wir direkt mal gucken, ob wir wieder Freiwillige haben. Wie der da rumhockt. Und wie die hier im Akkord schrubben. Synchron schrubben, wohlgemerkt. Dann schauen wir mal, ob wir hier eventuell noch ein paar Bandmitglieder sehen. Den hier ist bereits befördert. Der wartet nur auf eine freie Zelle. Ja, alleine wegen dem Namen könnte man dich befördern. Da hast du schon recht. Alter, haben die dich ernsthaft als Türstopper da reingestellt? Na dann. Spaß. So, du. Höchste Sicherheitsstufe. Du. Höchste Sicherheitsstufe. Du, höchste Sicherheitsstufe, aber sowas von. Nun gut, nun gut, nun gut. So, diese Zelle hier wäre fertig. Dann können wir die endlich mal klonen. Wunderbar. Naja, passt schon. Eine Zelle mehr ist mir da dementsprechend auch lieber. So, die Frage ist, wann werden die anfangen zu arbeiten hier oben? Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Razzia verpasst. Du hast dabei gehabt? Nein. Wie hier überall Patronenhülsen rumliegen. Ja, die rennen hier jetzt ziemlich blöd in der Gegend rum. Ach ja, ihr bräuchtet vielleicht noch einen Gemeinschaftsraum. Der kann von mir aus auch ein bisschen größer sein. Kein Problem. Ich würde aber erstmal den Personalraum einrichten.
Wo ist denn der schon wieder hier? Sicherheit. Büro. Du weißt wahrscheinlich, ich bin schon dreimal drum vorbei, oder? Nochmal von vorne. Ah. Doch, doch, es sind alle Räume angezeigt. Ach, hier. Nun gut. So. Dann braucht ihr hier Wasser für eine Toilette. Ich gebe euch sogar zwei Toiletten. Und da ihr euch keines Schamgefühls bewusst seid, wird das hier einfach mal nicht abgetrennt. Dann bekommt ihr noch einen Serviertisch. Sofa 1. 2. So, noch einen großen Fernseher. Und was bekommt ihr hier noch? Einen Tisch hin. Da könnt ihr euch dann zum Essen hinsetzen. Euer Brotzeittisch. Dann noch ein Sofa. Getränkeautomat. Wunderbar. Hey, ein Todesfall. Hier. Bist du ein Bandenmitglied? Ja, komm, weißt du was? Was hast du da angestellt? Deswegen sitzt du schwarz fahren. Wow. Das war ja eine sehr starke Aktion, Gordon. Du? Entführung. Ihr werdet das schon von alleine upgraden. Hey, Delay, wie geht's dir denn so? Naja, du hast deine Strafe fast schon abgesessen. Und eventuell kommst du bei deiner Anhörung raus, falls du mal eine bekommst. Wird hier schon wieder irgendwo geschlägert. So. Tja, da brauchst du jetzt nicht so gucken, ne, Freundchen? Körperverletzung. Ab sofort höchste Sicherheitsstufe, da Bandenmitglied. Du hättest dich halt nicht erwischen lassen sollen. Daran bist du selber schuld? Was habt ihr denn wieder für Probleme? Läuft jetzt mit dem Essen ein bisschen besser, wo wir ein bisschen raussortiert haben. Du willst Sicherheit? Kannst du haben. Da fühlst du dich bestimmt wohl. Legendär. Dieser Häftling ist eine lebende Legende der Verbrecherwelt und verfügt über zahlreiche äußerst gefährliche Fähigkeiten. Extrem hart. Dieser Häftling kann in einer Prügelei sehr viel einstecken. Ja gut. Schön, dass du dich mir jetzt hier so offenbart hast. Ich mag doch Legenden in meinem Hochsicherheitstrakt. Ich meine, in meinem Höchstsicherheitstrakt. Und putzen tut ja anscheinend auch keiner. Ja, du hast gar keinen Ruf, da fühlst du dich ja schon sehr wohl mit deinen Bandenmitgliederkollegen. Guck mal, hier ist ein Kollege von dir, halt dich einfach an den dran. Dann passiert ja schon nichts. Und geh nicht zu diesen Totenkopftypen, die sind gefährlich. Ja, einen Wasseranschluss habe ich hier komplett verdrängt. Ah, guck mal, hier ist ja schon mal euer Aufenthaltsraum. Gemeinschaftsraum hier. So, was brauchen wir denn so Klassisches? Von mir aus bekommt ihr ein paar Toiletten, damit ihr hier nicht überall hinpinkelt. Das ist mir auf jeden Fall wert.
So, Objekte. Gerne ein Billardtisch neben der Toilette. Warum denn nicht? Und hier von mir aus eine Bank. Ein paar Stühle. Getränkeautomat. Habt ihr auch sowas verdient? Ich glaube nicht. Bekommt ihr aber trotzdem. Ein Mülleimer. So, ja genau. Hier bekommt ihr noch eine Bank. So, aber das müsste mal ausreichend sein, oder? Hoffe ich doch mal. Leute, was macht ihr hier oben? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall werde ich hier noch eventuell noch ein paar Zellen mehr brauchen. Die könnte man hier eventuell veranschlagen. Ja genau, hier bauen wir auch noch ein paar Zellen hin. Was soll der Geiz? Bau das erstmal fertig, dann kümmern wir uns um den Zugang. Eigentlich habe ich mehr als genug Bauarbeiter. Das sollten wir alles relativ zügig hinbekommen. Ja, diese Tür lassen wir auch mal entriegelt. Was hat er denn dabei gehabt? Anscheinend nichts. So, wie sieht es eigentlich mit meiner Tür hier aus? Es ist ja echt furchtbar, dass sich diese Tür hier für eine Lampe hält. So, noch mehr freiwillige Bandenmitglieder, die eingesperrt werden wollen. Ja, du siehst gefährlich aus. Moment. Moss? Na komm, Kate, guck mal her. Schwere Körperverletzung. Ja, die Bandenmitglieder werden eiskalt aussortiert. Und ich glaube, durch diesen ganzen Hochsicherheitstrakt oder Höchstsicherheitstrakt steigt natürlich auch mein Einkommen drastisch an. So, haben wir es hier bald. Die beiden spielen hier Billard. Ich glaube, gehört ihr beiden derselben Gang an? Ich würde sagen, ja. Ich kann dich nicht in Schutzhaft setzen. Ich habe keinen Schutzhaftrakt. Nun gut, läuft das jetzt mit dem Essen ein bisschen besser? Das würde mich nochmal interessieren. Nein. Eigentlich nicht. Aber es ist ja gleich wieder Essenszeit. 3 Todesfälle. Was ist denn passiert? Getötet von Wache mit Schlagstock. Ich glaube, da wir gerade ein bisschen Geld übrig haben, kümmern wir uns doch mal darum, dass wieder Taser trainiert werden. Wo ist meine Taser-Ausbildung? Hier. 9 bis 10 und 6 bis 7. Nein, das wird so nichts. Aber gut. Der Raum passt dann soweit auch. Dann reißen wir hier nochmal eine Wand ein.
Dann sollte der Raum hier fertiggestellt werden. Es steht eine Wache nebenan, also dürfte da auch nichts passieren, Großartiges. Genau, schön brav vorbeilaufen. So, dann benötigen wir natürlich wieder unsere Wasseranschlüsse. Nur einfach immer eins drüber. Da kann ich nichts falsch machen. Da muss ich keine Kästchen zählen, etc. pp. Ja, ab hier wird es dann wieder ein bisschen kritischer, aber... Ich glaube, das müsst ihr so noch hinhauen. Bin mir jetzt aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Na komm, alles beschleunigen. Nee, ich glaube, die wollen hier nicht arbeiten. Deswegen bräuchte ich eventuell noch einen weiteren Hausmeister oder so. Wo sind die denn? Hier. Du putzt schon mal hier. Kannst du hier mit dem Putzen anfangen? Eventuell bräuchte ich noch einen weiteren Gärtner. Wer weiß das schon. Willkommen im Team. Was ist denn dein Problem? Immer noch die Sicherheit. Und der muss mal pipi. Durch den Gemeinschaftsraum. Da habt ihr auch Toiletten drin. In Zellen auch. Naja, zumindest einer, der ist. 25%. Das ist nicht sonderlich viel. Ach ja, ihr da oben habt ja noch keinen Hof. Delikates Problem. Aber ich glaube, das bekommen wir alles hin. Nur keine Panik, Leute. Läuft. So, dann was ich sagen wollte ist, dann richten wir nochmal diese Zelle hier ein. Sehr schön. Yep, eine Betonwand. Moment mal, hier noch. Alles für die höchste Sicherheit deklarieren. Dann passt die Sache. Räume, hier noch eine Zelle. Sehr schön. Dann bräuchte ich hier noch eine Tür. Dann ist diese Zelle soweit fertig. Hopp, hopp, hopp. Ich habe bestimmt gleich noch ein paar mehr Leute, die ich befördern muss. Von daher, beeilt euch. Oh, wo wird denn aufgestanden? Gerade wo ich die Folge beenden wollte, gibt es hier einen Aufstand. Na, wenn es das nicht wieder zu ein paar Beförderungen führt. So, Leute, alle mal dahin. Genau, es sorgt einfach mal für Platz, damit wir mehr Geld reinbekommen. Schusswaffenfreigabe. Ich hoffe mal, du killst mit deinem Streuschuss nicht die eigenen Leute. Oh, oh. Bakten, lauf mit deiner Schoki. Lass dich nicht erwischen. Genau, da wird noch einer totgeprügelt. Frage ist, was passiert, wenn ein Heft, also ein Wärter mal wirklich zu hart rangeht? Könnte man da vielleicht über ein DLC nachdenken, dass da auch mal Gefangene, also Wärter als Gefangene eingesetzt werden, so nach dem Motto, ja, jetzt seid ihr hier mal auf der einen Seite, ihr habt erst eine Zeit lang hier gefoltert, jetzt seid ihr einer von denen. Könnte man sich gut vorstellen. Naja, wie dem auch sei, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.